machen wir einen ordentlichen Sprung zurück. Und zwar zur Frankfurter Skyline. Hier fährt gerade ein Regionalexpress nach Bayern vor die Linse, dem Bundesland, welchem wir uns nun als letztes widmen wollen. Alle 2 Stunden fährt ein RE55 von Frankfurt über Offenbach, Hanau und Aschaffenburg nach Würzburg. In der anderen Stunde fährt ein Regionalexpress der Linie 54 von Frankfurt Nordmainisch über Maintal nach Hanau. Bis Würzburg ergänzt der RE54 den RE55 zum Stundentakt. Im Berufsverkehr fahren allerdings ausschließlich RE55er. Alle 2 Stunden fährt ein Zug weiter über Würzburg bis Bamberg. Dies ist in der Regel ein RE54 bzw. in der HVZ auch ein RE55. Am Wochenende gibt es zudem noch 2 tägliche Zugpaare von Bamberg nach Frankfurt, die allerdings nicht über Würzburg, sondern von Schweinfurt direkt über die sogenannte Werntalbahn nach Gemünden fahren. Alle Zugleistungen werden unter dem Namen Mein Spessart Express zusammengefasst. Kommen wir zum Fahrzeugeinsatz. Anfang des Jahres 2018 gab es hier noch einen Mischbetrieb mit 9 vierteiligen Twindex-Triebzügen der Baureihe 445 und lochbespannten Wendezügen. Letztere bestanden aus einer E-Lok der Baureihe 146.2, 3-4 neuen Twindex-Mittelwagen und einem Dosto 03 Steuerwagen. Da Anfang 2018 noch nicht alle Twindex zuverlässig im Einsatz waren, fuhren nach meinen Beobachtungen auf mindestens der Hälfte der Umläufe noch lokbespannte Ersatzzüge. Auffällig war, dass es in diesem Zeitraum auch anscheinend nicht möglich war, die lokbespannten Ersatzzüge regelmäßig durch die Waschanlage zu schicken. Über mehrere Wochen sah ich, wie dieselben Loks immer schmutziger wurden. In Eisenbahnfankreisen handelte sich so die Werbelok vernetzt in die Zukunft den Spitznamen verdreckt in die Zukunft ein. Im Frühjahr entspannte sich die Lage etwas und ab Mitte April konnten alle RE54 und 55er Leistungen mit Twindex gefahren werden. Im Berufsverkehr können deswegen jetzt auch eine Zugleistung morgens von Würzburg nach Frankfurt und abends von Frankfurt nach Aschaffenburg bzw. freitags bis Würzburg mit einer Doppeltraktion 445 gefahren werden. Nach Bamberg kommen die doppelten 445er allerdings nicht. Aber Bamberg und doppelt sind jetzt dennoch die richtigen Stichwörter. Denn in Bamberg halten seit Dezember 2017 im 2-Stunden-Takt die zusätzlichen Regionalexpresszüge Nürnberg-Sonneberg, die gleich 2 Loks pro Zugeinheit besitzen. Begründen lässt sich dieser Umstand mit dem Fahrtverlauf. Denn dieser führt zwischen Bamberg und Coburg über die erst im Dezember 2017 eröffnete Schnellfahrstrecke, auf der ausschließlich das Zugsicherungssystem ETCS angewendet wird. Dabei wird der Zug per Funk ferngesteuert. Da die DB Regio Bayern keine ETCS-fähigen Loks besaß, mietete sie von der Firma Railpool 5 Vectron E-Loks der Baureihe 193 an. Da die Dosto 03 Steuerwagen bis April noch beim Mein Spessart Express benötigt wurden, fuhren bis dahin nur 4 Wagenzüge mit ausschließlich Dosto 03 Mittelwagen. Erst zwischen April und Mai konnten nach nachträglichem Einbau einer für Tunnel- und Brückenüberfahrten benötigten Notbremsüberbrückung die Dosto 03 Steuerwagen an die Zugverbände angehangen werden. Da die Steuerwagen aber nicht ETCS-fähig sind und ein Umbau der DB Regio wohl zu teuer war, blieb es bei der nötigen Sandwich-Traktion mit 193er. Einfahrt eines solchen silberroten Zuges in Nürnberg Hauptbahnhof, dem Ausgangspunkt weiterer Dosto-Einsätze. Da die S1-Verstärker zwischen Nürnberg und Erlangen nicht vom Bundesland Bayern bestellt werden,
sondern von der DB Regio eigenwirtschaftlich gefahren werden, kann die DB Regio hier ältere Züge einsetzen, ohne Strafe an den Freistaat zahlen zu müssen. Da die 442er auch auf der S2 Rot-Altdorf aushelfen mussten, fuhren 2018 zeitweise diese Berufsverkehrverstärker mit 111er und 4 Doppelstockwagen Baujahr 1997. Dieselben Garnituren waren 2018 auch noch auf dem Verstärkerzugpaar des Regionalexpress Nürnberg-Würzburg unterwegs. Da dies hier eine Aufnahme von 2017 ist, sehen wir hier noch zwei angehängte Moduswagen, die aber 2018 nicht mehr im Einsatz waren. Diese Dosto 97 Garnituren fuhren 2018 auch noch spätabends bzw. frühmorgens Regionalbahnleistungen zwischen Würzburg, Schweinfurt und Bamberg. Regelmäßig ab Nürnberg Hauptbahnhof mit Doppelstockwagen fährt der zweistündliche Regionalexpress über Regensburg nach München Hauptbahnhof. Diese Leistungen werden auch als Ringzug Ost bezeichnet. Hier werden 5 Dosto 03 mit ausschließlich Tiefeinstiegen eingesetzt. Im Berufsverkehr fährt zusätzlich morgens ein Regionalexpress von Regensburg nach München und abends zurück, sowie nachmittags auch ein Verstärker von Nürnberg nach Regensburg. Auf dem Verstärkerzugpaar Regensburg-München werden 2 zusätzliche Wagen angehangen. Einfahrt einer solchen 7-Wagen-Garnitur in Landshut. Zudem wird von Montag bis Freitag morgens an einem Regionalexpress von Nürnberg nach München ein zusätzlicher Wagen angehangen und nachmittags an einem Zug in der Gegenrichtung. Hier zeigt sich die Stärke von lokbespannten Zügen. Denn ein derart einfaches Anhängen von Wagen ist nämlich bei keinem Triebwagen der Welt möglich. Anfang 2018 wurden die meisten Züge noch mit E-Loks der Baureihe 111 bespannt. Durch das Ablösen der 146er durch Twindex auf dem Main-Spessart-Express waren diese 146er dann ab Mai verstärkt auf diesen Leistungen anzutreffen, wobei sich auch noch Ende 2018 vereinzelt 111er beobachten ließen. Zum Ringzug Ost gibt es auch noch das passende Gegenstück, und zwar den Ringzug West. Er verbindet ebenfalls Nürnberg mit München, allerdings über Treuchtlingen und Ingolstadt. Dieser fährt durchgehend im 2-Stunden-Takt und zwischen München und Treuchtlingen im Stundentakt. In der Stunde, wo der Regionalexpress in Treuchtlingen endet bzw. startet, gibt es auch noch einen zweistündlichen Regionalexpress Augsburg-Nürnberg. Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag fährt kein Regionalexpress von Nürnberg nach Augsburg. Dafür fährt die Regionalbahn München-Treuchtlingen-Nürnberg dann durchgehend im Stundentakt. Hinzu kommt ein zweistündlicher Regionalexpress zwischen Ingolstadt und München. Zusammen mit dem schnellen München-Nürnberg-Express, der zwischen Nürnberg und Ingolstadt allerdings die Neubaustrecke befährt und nicht zum Ring West gehört, ergibt sich somit ein ungefährer 30-Minuten-Takt mit Regionalzügen zwischen Ingolstadt und München, wobei die Regionalexpresszüge nur an 3 Unterwegsbahnhöfen halten und die Regionalbahnen an 7. Im Berufsverkehr gibt es stündliche Verstärker zwischen München und Pfaffenhofen, die zum Teil bis nach Ingolstadt Nord oder nur bis Reichertshausen verkehren. Außerdem verkehrt in der HVZ auch noch ein zusätzlicher Regionalexpress von München nach Ingolstadt. Zwischen Nürnberg und Treuchtlingen fahren von Montag bis Freitag von 6 bis 9 und von 12 bis 20 Uhr ebenfalls zusätzliche Regionalexpresszüge, die zum 30-Minuten-Takt verdichten. Bereits ab Dezember 2016 sollten auf allen Leistungen 15 neue 6-Wagen-Twindex und 3 4-Wagen-Twindex fahren, doch daraus wurde wie in vielen anderen Netzen nichts. Anfang des Jahres war noch kein einziger Twindex unterwegs. Es verkehrten folgende Ersatzgarnituren. Zum einen 5 Wagenzüge mit 3 Dosto 93 Hocheinstiegwagen, einem Dosto 03 oder Dosto 97 Tiefeinstiegwagen,
und einem Wittenberger Steuerwagen. Zum anderen fuhren 5 Wagenzüge mit 4 Twindex-Mittelwagen, 94 oder 95er Steuerwagen. Vorgespannt beim Ringzug West waren immer 111er. Mitte Januar gingen die ersten Twindex-Triebzüge in den Betrieb. Ende März wurden dann weitere Twindex-Zugeinheiten gebildet. Da die Twindex sich allerdings durch viele technische Störungen und eine hohe Unzuverlässigkeit auszeichneten, waren bis Ende Juni nur einzelne Twindex-Garnituren unterwegs. Nach Auslieferung der letzten Twindex-Steuerköpfe wurden dann bis Ende Juni alle 18 Twindex-Zugeinheiten gebildet. Aufgrund der hohen Unzuverlässigkeit war aber nach wie vor, nach meinen Beobachtungen, auf etwa 30-60% der Umläufe ein Einsatz von lokbespannten Zügen und 111er vonnöten. Die lokbespannten Garnituren wurden aus Dosto 93 Hocheinstiegwagen und Dosto 94, 95 oder 97er Steuerwagen gebildet. An etlichen Garnituren wurde auch statt einem Hocheinstiegwagen ein Tiefeinstiegwagen der Serien 97 oder 03 eingereiht. Diese Garnituren sollten zusammen mit den Twindex planmäßig ausreichen, um alle Leistungen des Ringzug West fahren zu können. Zudem wurden aber noch ein paar Ersatzgarnituren mit Wittenberger Steuerwagen und Dostos gebildet. Und diese Ersatzgarnituren, die planmäßig ja nicht mehr zum Einsatz kommen sollten, kamen in den meisten Wochen fast täglich zum Einsatz. Oft waren sogar 2 bis 3 Züge mit Wittenberger Steuerwagen pro Tag unterwegs. Die Zuverlässigkeit der Twindex steigerte sich allerdings mit der Zeit, sodass immer mehr Twindex in den Betrieb gelangten. Dennoch kam es bis Dezember zu Einsätzen von Ersatzzügen mit Wittenberger Steuerwagen. Teilweise werden im Berufsverkehr Züge beim Ringzug West auch in Doppeltraktion, also 4 und 6 Wagenzugeinheiten oder 4 und 4 Wagenzugeinheiten zusammengekuppelt, gefahren. Nicht nur der Ringzug verbindet Nord- und Südbayern miteinander. Gleiches tut auch der Alex ganz im Osten von Bayern. Er fährt im 2-Stunden-Takt zwischen Hof und München. In diesen Zügen ist mindestens ein Dosto 07 mit Tiefeinstieg zwischen einstöckigen Abteilwagen eingereiht. In Schwandorf werden Wagen aus Prag ohne Dosto angehangen bzw. in der Gegenrichtung vom Zug nach Hof dort getrennt. Teilweise kommt beim Lokwechsel in Regensburg noch ein weiterer Dosto 07 Richtung München dazu. So haben auch E-Loks der Baureihe 183 und Diesel-Loks der Baureihe 223 die Ehre, Doppelstockwagen befördern zu dürfen. Ausfahrt in München Hauptbahnhof. In München Hauptbahnhof startet auch der stündliche Donau-Isar-Express nach Passau. Auf den meisten Umläufen kommen 440er zum Einsatz. Ein Teil der Umläufe wird aber auch mit 5 Dosto 97 oder 5 Dosto 03 und einer 111er oder einer 146.2 gefahren. Lediglich HVZ-Leistungen übernehmen Doppelstockwagen beim Fugger-Express. In Lastrichtung verkehrt jeweils eine Garnitur mit 111er und 6 Dosto 95 bzw. auch einigen Dosto 97 von Gessertshausen über Augsburg nach München und von Donauwörth über Augsburg nach München sowie nachmittags in der Gegenrichtung. Nur in der HVZ sind Dosto-Züge ins schöne Mittenwald unterwegs.
Morgens nach München und abends zurück fährt eine 111er mit 3-4 Dosto 93 und einem Wittenberger Steuerwagen. In der zweiten Jahreshälfte waren allerdings auch oft Dosto-Steuerwagen angehangen. Teilweise fuhr die Dosto-Garnitur auch gar nicht, sondern eine für diese Strecke übliche Baureihe 442. Dieselben Garnituren mit 4 Dosto 93 und einem Wittenberger Steuerwagen verkehrten 2018 auch zeitweise in der HVZ, auf einer Regionalbahn von München nach Landshut und wieder zurück bis Freising, als Ersatz für kaputte 425er. Kommen wir aber nochmal zu Strecken, wo zumindest 2018 noch regelmäßig Doppelstockwagen verkehrten. Im 2-Stunden-Takt fuhr der Regionalexpress München-Füssen mit 218 und 4 Dosto 97. Von Montag bis Freitag kam morgens ein Verstärker von Markt Oberdorf nach München hinzu. Am Sonntag fuhr mit dem Neuschwanstein-Express noch ein weiteres Zugpaar mit Dostos. Außerdem verkehrten einzelne Regionalbahnen von Augsburg nach Füssen mit 218 und 4 Dosto 97. Ansonsten waren die Dosto 97 Garnituren auf dem zweistündlichen Regionalexpress München-Memmingen und auf Verstärkerzügen von Augsburg nach Buchloe unterwegs. Sonst übernahmen die Garnituren Einzelleistungen wie von Kempten nach München und zurück oder auch einmal von Memmingen nach Kempten. Auf allen letztgenannten Verbindungen wurden oft modernere 245er vorgespannt. Zu guter Letzt blieb uns noch die Südostbayernbahn, die im Stundentakt mit Doppelstockzügen München und Mühldorf in Oberbayern verbindet. Es werden planmäßig 5 Wagenzüge gebildet, wobei alle Mittelwagen Hocheinstiege besitzen. Die Garnituren bestehen aus Dosto 07 und nachträglich klimatisierten und modernisierten Dosto 94 Wagen. Von den Dosto 94 Wagen hat die Südostbayernbahn allerdings nur Mittelwagen. Vorgespannt werden moderne Dieselloks der Baureihe 245. Von Montag bis Freitag fahren die Regionalbahnen im Berufsverkehr in Lastrichtung 2x pro Stunde. Hinzu kommen im Berufsverkehr außerdem Richtung München morgens 3 und Richtung Mühldorf morgens 1 und nachmittags 4 Regionalexpressverstärker hinzu, von denen 2 bzw. 3 bis Simbach am Inn verlängert werden. Im Berufsverkehr setzt die Südostbayernbahn auch 8 und 9 Wagenzüge im 245er Sandwich ein. In der HVZ darf auch die Baureihe 218 ein paar Leistungen übernehmen. Im Schülerverkehr fährt auch ein Dostozug zwischen Mühldorf und Landshut.